Grüß Gott aus Brent Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Heute ein Video zu Halloween. Halloween ist ein Volksbrauch und ihr wisst das auch. Und auf den Straßen sind euch die Kinder bestimmt begegnet, verkleidet, die Süßes oder Saures gefordert haben. Und ich betrachte Halloween natürlich aus markenrechtlicher Sicht, denn Brent Village beschäftigt sich mit Marken. Und habe mal die Register gescannt, das deutsche Register. Dort finden sich 20 eingetragene Halloween-Marken. Dann habe ich das EU-Register gescannt und da befinden sich tatsächlich 20 eingetragene Halloween-Marken. Und dann habe ich ins internationale Register der WIPO geschaut und habe festgestellt, gibt es nur 3 internationale Marken. Die sind alle für Amerika, USA eingetragen. Man munkelt, der Brauch kommt auch aus dieser Ecke. Wenn man sich jetzt die deutschen Marken mal im Speziellen betrachtet, stellt man fest, dass diese 20 Marken fast ausschließlich Wortbildmarken sind, also eingetragene Logos, und diese für verschiedene Waren und Dienstleistungen. Und natürlich viele für irgendwelche Veranstaltungen und Halloween-Partys. Aber es gibt auch zum Beispiel vom Heidepark eine Marke Halloween Nights. Klingt sehr nice. Oder von einem Unternehmen Garten- und Landschaftsbau Halloween Ladies und Halloween Girls für Pflanzenmarken. Auch sehr spannend. Natürlich gibt es die Klassiker Halloween-Marken für Alkohol und natürlich auch für Make-up und Kontaktlinsen. Das soll es für heute schon gewesen sein, weil ich will euch ja nicht die Zeit klauen. Ihr wollt ja alle Halloween feiern und Süßes und Saures fordern. Oder ihr geht einfach auf eine Halloween-Party, so wie wir das hier auch machen. Halloween muss auch sein. Also, ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Gehe jetzt feiern und freue mich, wenn ihr auch morgen wieder bei meinen Videos mit dabei seid. Bis dann, Servus!